over again. All over again. You have to get one thing in the game. You don't spike in position two at all. That's the crucial. And when this spike, we have to Mehr Mut fordert Tore Alexandersen. Das gilt auch fürs Zuspiel. Und das ist dann genau so eine Situation. Ass Dresden. Da wird der Ball ins Aus gehofft. Keiner mag ihn annehmen. Wieder ist eigentlich da Libera Janine Völker gefragt. Völker und Adlerova, die Abstimmung da hinten in der Annahme stimmt nicht. Von Julia Retzlaff. Service Winner. Und da sind es nur noch 2 Punkte Rückstand für Schwerin. Aufschlag. Leichter Unterschied, die Annahme kommt. Und Dresden macht was draus. Friederike Thieme mit dem Jumpfloater ins Aus. Aufschlag jetzt bei Nadja Schaus. 26 Jahre ist sie alt. 1,87 Meter groß. Mit dem Jumpfloater. Der ist lang. 16-13, Auszeit. Blick auf die anderen. Wer es noch nicht getan hat, braucht nicht drüber zu klicken. Beendet ist Hamburg, Köpenick, also umgekehrt, Köpenick zu Hause. Hamburg verliert 1-3. Und auch Sonthofen hat keine Chance in Stuttgart. Ein 0-3 für das Team aus dem Allgäu. Haben USC Münster führt mit 2-0 Sätzen gegen Sinsheim. Und auch in Potsdam ist jetzt losgegangen. Die starken Aachenerinnen gewinnen Durchgang Nummer 1 mit 25-20. So, jetzt hat sie aufgestanden. 13-16 der Rückstand. Hier im vierten Durchgang. Schwieriges Vorteil. Alles bereit am Anschreibetisch. Es kann weitergehen. 1500 in der Arena am Lambrechtsbrunn stehen und versuchen ihr Team nochmal nach vorne zu pushen. Führen die Gäste aus Dresden. Starker Angriff, Longline, Adlerova. Schießt seine Abwehr mit der Hinterhof ab, aber nichts passiert. Gefährlich mit anderen Problemen. Da blieb ihr nichts anderes übrig in der Althoff, als den Ball einfach nur kurz zu stoppen und hinzuhalten. Aber die Angreiferin war woanders hingesprungen. Und damit ist Schwerin wieder dran. 1 Punkt nur noch der Rückstand. Kati Thormann
mit einem Geschoss von Aufschlag. Er zischte über die Netzkante und Kerstin Czerlich hält sie so einen Ball nicht annimmt. Wer denn sonst? Ausgleich 16-16. Kommt auch wieder so. Sehr dicht das Zuspiel, aber zweite Chance. Wendula trifft die Position 1. Findet die Linie, schlägt über die Zuspielerin. Über Linda Enterhoff. Und bringt Schwerin in Führung. Meine Lieben, 17:16, jetzt führt der Schweriner Sportclub. Wir haben kurze Pause, vielleicht noch 10 Sekunden. Das war ein Punkt für Alexander Weibel. Nach zwei messerscharfen Aufschlägen von Patricia Thormann bringt sie nach der Auszeit ihr Service nicht übers Netz. Gut gemacht, wieder mal der einbeinige Überkopf auf Anja Brandt. Kerstin Czerlich postiert sich wieder zentral für die Annahme. Braucht sie aber nicht zu nehmen. Adlerova diagonal ins Aus. Ist ein bisschen zu viel, Patricia Thormann. Stimmt es zwischen gestelltem Ball und Anlauftiming nicht? Muss man vielleicht auch ein bisschen Fahrt rausnehmen, aber sie wollte es versuchen. Hat den Block gesucht, hat ihn nicht gefunden. Dresden führt. Annahme steht extrem weit vorne. Jetzt müssen sie nach hinten bewegen, aber Julia Völker bringt ihn. Kerstin Czerlich hat ihn. Weiter geht's. Und da versucht es Denise Hanke mit dem zweiten Ball, aber gut aufgepasst im Dresdner Block. Ja, als Linkshänderin eigentlich ein probates Mittel im Zuspiel, wenn der erste Ball da so schön hochkommt. Aber das haben sie geahnt. Gut aufgepasst, Friederike Thieme holt sich diesen Ball von Denise Hanke zum 20:18. Can we just keep the ball in place? Stay in practice this morning and serve the ball like this over the net. Then it's like 2 meters over. Soccer, it's all about being brave. Alles um mutig zu sein. Wir kommen jetzt durch die Zusammen. Und Hosley! It's all about being brave. Jetzt geht's um alles. Jetzt müssen sie zeigen, was sie drauf haben. Mal gucken, was dieser erfolglose Angriff von Denise Hanke bei der Zuspielerin in Schwerin auslöst. Stefanie Karg schnappt sich diesen Ball im Block und stopft ihn zurück ins Schweriner Feld. 18:21 aus dem Schwerin. Annahmeprobleme in Schwerin. Zuspiel im Bagger. Immer noch gut gelöst von Julia Retzlaff, aber nicht gut genug. Dresden führt mit 3.
Meter Aufschlag. Und Ritt Müller. Und wieder muss Julia Retzlaff einen Notball angreifen. Und wieder gelingt es den Dresdnerinnen, den Ball irgendwie im gegnerischen Block zu verstecken. Diesmal Friederike Thieme. 2 Punkte am Stück. 4 Punkte Führung Dresden. Es sieht alles danach aus, als wäre das hier der letzte Satz, den wir in diesem Spitzenmatch sehen würden. Patricia Thormann geht. Für sie kommt Lisa Thompson. Nora Alexandersen versucht noch ein bisschen Zeit zu schinden, ein bisschen Rhythmus bei Dresden rauszunehmen. Annahme Thompson gleich einigermaßen. Und wieder ist es Retzlaff. Diesmal kommt sie durch. Ist der Block nicht mit aufgerückt. Der Ball nicht ganz außen gestanden, etwas zu kurz. Aber der Außenblock stand da, wo er grundsätzlich den Ball erwartet. Und das war zu weit außen und dementsprechend war die Diagonale frei. Und das nutzt Retzlaff. Annahmeprobleme bei Grit Müller. Kein Block. Unglaublich, Kerstin Scherlich erst auf dem Rückwärtsweg und dann hat sie den Ball trotzdem noch. Und Friederike Thieme schlägt ganz weit jetzt aus, oben dran. Und sie hat gehofft, dass der Block dran war, aber dem war nicht so. Keine Anzeichen, kein Linienrichter, kein Schiedsrichter gibt das Zeichen. Touchiert. 20 zu 22. Guter Aufschlag, war auch gute Annahme. Julia Retzlaff versucht Longline und trifft, das fällt nicht aus. 23-20. Ja, es gehen jetzt alle Angriffe über sie. Sie wird da extrem gefordert. Und nachdem sie mehrere Diagonalangriffe versucht hatte und auch erfolgreich versucht hatte, ging sie davon aus, dass der Block vielleicht diesmal extrem diagonal steht. Aber der Longline-Angriff knapp daneben. Gute Annahme, Thompson. Und Nadja Schaus holt den Aufschlag zurück. 21-23. Jetzt der vorentscheidende Ball. Schirin wechselt zurück. Thormann kommt wieder. Jetzt aber ganz wichtig, diese Annahme für den Dresdner SC. Sie machen sich bereit. Kerstin Scherlich, Grit Müller und auch Friederike Thieme. Scherlich bringt sie. Rien im Gegenangriff, Retzlaff, es geht weiter. Sehr dicht, Thieme versucht wieder oben dran zu schlagen, Adlerhofer steht gut lang. Julia Retzlaff, jetzt muss sie durchziehen. Sie tut's. Und Saskia Hippe macht's. Ja, ist es zu glauben. Dieses Mädel hat keine Nerven. Sehr stark. Aus dem Hinterfeld. Kein Übertritt. Der Ball war wirklich ziemlich dicht gestellt. Und sie schlägt den Block erfolgreich an. Das bedeutet 3 Matchbälle für Dresden. Aber Julia Retzler findet einen Weg obendran an Saskia Hippes. Und Smelos Block. Erster Matchball abgewehrt. Geht's nicht. Saskia Hippe mit dem Matchball in den Block. Matchball Nummer 2 abgewehrt. Mal schauen, ob sie den Ball wiederkriegt.